Wie geht's euch? Grüß dich. Ja, bei uns läuft alles. Und bei dir so? Ja, bei mir passt alles. Ich habe immer noch ein Trauma von Fasching, als Lukas da auf dem Umzugswagen während dem Umzug. Ihr wisst schon. Ja, du weißt ja, wie der Bursche drauf ist. Ja, leider. Haben wir heute was vor? Eigentlich nicht. Hast du was vor? Nicht unbedingt. Wir könnten ja Musik hören. Das ist eine gute Idee. Ich hole schnell mein mobiles Endgerät und die Musikboxen. So, bin wieder da. Was soll ich aufdrehen? Mir egal, solange es kein Schlager ist. Okay, ich schau mal meine Playlisten durch. Ich glaube, ich habe eine Schlager auf meinem Mobiltelefon. Ist das jetzt dein Ernst? Du hörst ja so ein Katzengejaule an. So schlecht singen die auch wieder nicht. Wir wohnen jetzt schon so lange zusammen und ich habe davon nichts gewusst. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Was hörst du dir leicht für eine Musik an? Gute Musik. Und was ist gute Musik? Klassik, Mozart von Beethoven. Nur die besten Werke aller Zeiten. Bei so einer Musik schlafe ich ein. Willst du jetzt noch in die Oper gehen und mit einem Fernrohr Leute beobachten oder was? Ich gebe dir gleich eine mit dem Fernrohr. Leute, beruhigt euch mal, es ist nur Musik. Wir werden uns doch auf einen Kompromiss einigen können. Was hörst du denn für Musik? Ich, ist es nicht so wichtig. Sag es bitte nicht, du hörst dir die Musik von Lukas an. Dieses Gejaule mit diesen Häuptlingen und diesen Doppelgängern, die alle mit Ero enden. Naja, ich habe mir hin und wieder die Songs mit Lukas angehört und ich finde die gar nicht mal so schlecht, eigentlich. Das kann doch nicht dein Ernst sein, du wirst doch nicht freiwillig so einen Müll anhören. Sagt der, der sich lieber die Amigos und Helene Fischer anhört. Willst du es aufmucken? Ist nur nicht ausrasten. Ach ja, willst du jetzt mit deinem Fernrohr auf uns losgehen, du Klassikhörer. Und noch was, Mozart ist tot. Das hast du jetzt nicht gesagt. Oh doch, es gibt eine auf die Rübe. Hallo. Ist alles okay bei euch? Bei uns ist alles okay, wir prügeln uns nur so wie echte Männer. Und wieso? Wir haben unterschiedliche Meinungen, wenn es um Musik geht. Oh, genau deswegen wollte ich zu euch, ich habe eine neue Musikrichtung für mich entdeckt. Hört euch diesen Song an.